Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tlu 2, hier mitten aus der Zivilisationswüste Seattle. Was ist denn das da hinten? Da hinten flog gerade irgendwas. Wenn man das auf den Endgeräten, da fliegt eine Tüte da hinten. Jetzt habe ich alles gesehen auf der PlayStation. Jetzt ist alles möglich. Guck mal, eine fliegende Tüte. Ich habe, als ich ganz klein war, wir konnten uns halt keine Drachen leisten, ne? So Drachen steigen lassen konnten wir uns die leisten. Und dann haben wir mal so Tüten genommen und unten mit so einem Paketband irgendwie zusammengebunden und Schnur dran gebunden und haben dann Tüten steigen lassen statt Drachen. Das erinnert mich gerade voll dran. Ich habe gerade voll den Flashback gehabt. So, oh, hätte ich mal wieder voll Bock drauf. Ob die Nachbarn komisch gucken, wenn man draußen steht und eine Tüte steigen lässt. Und außerdem, wenn ich heute sage, eine Tüte steigen lassen, dann denken doch alle an Kiffen. Lass mal Tüte steigen, das ist geil. So, warte. Okay, da unten haben wir jetzt also freundliche... Kann ich... Okay, da und da. Ich kann also runter. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Ganz kurz, bevor ich hier runterspringe, schaue ich aber nur auf die Seite hier. Ja, da wäre... Ach, das ist mal wieder ein Klicker, ne? Ach, weißt du was? Geronimo! Okay. Ja. Oh, Alter, schreck mich doch nicht so! Okay, da. Wie steht sie denn da? Oh, danke. Ich find's gut, dass sie Sachen fallen lassen. Ich weiß nicht genau, warum er jetzt Klebeband dabei hatte. Wahrscheinlich Heimwerker. Alter, Dina! Wer weint denn hier? Ich komm dich trösten. Meine Arme sind weit. Ich komm dich trösten. Bald hast du Blut auf deinem Kleid. Warte, da drin ist noch jemand. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier rumkommt. Ja. Ist aber ein Klicker, ne? Wobei ich den jetzt halt auch nicht mehr traue, den Klickern. Brille Vielmann, sag ich nur. Jetzt. Kukuriku! Die Krähen immer so schön. Okay, jetzt. Krähen de la Krähen. Geh mal weiter, hau mal ab. Und die sehen immer so aus, als hätten die sich eingeschissen. Ob die das machen, wenn die so schreien, ob die dann so ein bisschen, ja, so nah machen eventuell? Moin. Okay. Ist nur noch diese eine Unperson hier, ne? Ne, zwei, okay. Gut. Ja, die kommt gleich. Da ist sie doch schon. Entweder werde ich gleich gebissen, weil die mich sofort wieder sieht. Oder ich schnapp sie um die Ecke. Ach so, ich dachte gerade, was ist das für ein Monster? Aber es ist Dina. War's das? War's, ne? Was? Verdammt. Naja, war jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt. Oh, alles voll. Kann ich noch irgendwas basteln? 3, 3, 3, 3, 2. Das kann ich auch nicht basteln. Okay, lieber zu viel als zu wenig, wie ich immer sage. Ne, lieber zu viel als zu wenig. Generell bei allen Survival-Spielen lieber zu viel als zu wenig. Also wir kommen eigentlich ganz gut durch. Schöne Regenjacke. So, Sergeant Frost. Lass mal gucken. Aha, wenden. Der ist bestimmt... Oh, das ist wirklich ein Hero. Ach ja, klar, 40 Brains, natürlich, klar.
Echter Name Edward Frost. Intelligenz 40. Muskelkraft 80. Zugehörigkeit Society of Champions. Sergeant Edward Frost war einst ein gewöhnlicher Soldat, bevor er ungewollt zur Versuchsperson bei einem Spark-Experiment wurde. Ihm wurde eine Mischung aus flüssigem Stickstoff und radioaktivem Material injiziert und die Wissenschaftler stellten danach seinen Tod fest. Aber die Kälte hatte ihn nur in einen Scheintod versetzt und er konnte entkommen. Jetzt ist er als Sergeant Frost bekannt und nutzt seine kryogenen Kräfte zur Unterstützung der Society of Champions und zur Rache an Spark und um im Sommer Getränke kühl zu halten. Held. So. Schau mal vor, es ist Sommer und du bist einfach Captain Frost. Du bist aber der beliebteste Typ überall. So, neues Rohr brauchen wir aber nicht. Wir haben ja noch alles dabei für den Notfall. Können hier noch schön mit zugreifen. Kann ich jetzt hier noch das zweite machen? Nein, es fehlt immer noch ein Flashkin. Okay, daraus habe ich natürlich jetzt erstmal Snipe gemacht. Uns fehlt immer noch ein Fläschchen, denn Alkohol. Entschuldige bitte. Ich wohne hier. So, nochmal hier kurz rumgucken. Da ist noch ein Fläschchen, oder? Natürlich, das Fläschchen können wir nicht nehmen, weil es ist nicht flaschomatisch genug. So, hier draußen sehr schön, sehr schönes Wetter. Schade, dass hier drin so dunkel ist, wenn draußen so schönes Wetter ist. Dieser Laden sieht aus wie einer, wie hieß der nochmal? Wir waren in den USA in so einem Laden drin, der sah wirklich auch so aus. Und auch so alles sehr organic gemacht und bla bla bla. Verdammt, wie hieß der denn nochmal? Die sind auch sehr, sehr bekannte Ladenkette auch da. So. Immer noch ein Viertel. Ich habe leider vergessen, wie das heißt. War alles sehr teuer, war alles sehr gut, aber alles sehr teuer. So. Okay, Pillen haben wir auch wieder ein paar. Farm Products, vielleicht steht der Name ja draußen dran. Trader Joe's war es, glaube ich, oder? Hieß er nicht Trader Joe's? Ich weiß nicht genau. Das hier ist einfach nur Olive Street vielleicht? Olive Street Market? Oh. Hab mich die Tüte gesehen? Wer hat mich denn da gerade gesehen? Ihr habt das auch gehört, ne? Kurz mit dem Oh nein, da drüben. Alles klar. Auch da drüben. In der Bank, aber auch da. Die sind überall. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Wir sammeln. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Da oben ist ein Snipe. Scharfschütze. Hier sind sehr viele. Da hinten sind auch welche. Das werden jetzt mehr als vorher. Das sind nicht mal eben so zwei Leute, sondern hier haben sie wirklich gesichert. Okay, weil wir es diese Folge noch nicht gemacht haben. So, automatisch speichern läuft. Bitte warten. Hä? Bevor ich speichere, wird automatisch gespeichert? Ich meine, klar, es ist sehr sicher, aber vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay. Könnt ihr wegholen, wenn er da drüben in der Bank nicht wäre, ne? Fuck. Ich hasse das, wenn die zu zweit sind. Ist das einzig Sinnvolle? Was? Ja, ach so! Ja, drüben, die meinst du, ne? Ja, ja. Okay, warte. Die hängt da hinten immer rum und diese hier. Die kommt gleich wieder raus und guckt hier, ne? Sekunde, ich versuche das nur abzuschätzen. Ich müsste eigentlich erst den in der Bank wegmachen, aber da komme ich gerade, glaube ich, noch nicht rein. Damit der uns hier nicht sieht.
super, super geil. Okay, jetzt aber Deckung. Deckung, Deckung. Gut, dass NPCs nicht gesehen werden. Oh, cool, dass sie die weggemacht hat. Okay, das ist natürlich super nice. Wie ich zu ihm da oben komme, weiß ich noch nicht genau. Da drüben sind noch welche. Zwei Stück. Und nicht zu vergessen, da drüben in der Bank. Da müssen wir jetzt erstmal rüberkommen. Okay, in die Bank kommt man auch von der anderen Seite. Ich schau mal vorne noch mal ganz kurz hier ein bisschen durch die Gegend. Wir gehen gleich in die Bank rein. Ich wollte noch mal ganz kurz hier noch gucken. Nur abklärend hier, wir werden nichts finden. Aber falls hier irgendwas ist, haben wir es mitgenommen. Ich glaube nicht, dass es hier was gibt. Aber glauben heißt eben nicht wissen. Okay. Okay. Ja, da ist nichts. Gut, sehr viel Natur. Steht der Stadt übrigens sehr gut, ne? So viel Natur. Kann man vielleicht auch mal anmerken. Ich wünschte, ich hätte einen Scharfschützen-Snipe. Das wäre das Beste. Dann würde ich den da hinten erstmal rausschießen. Ich könnte ihn rausschießen, aber dann... Vielleicht... Vielleicht Challenge Time. So, erst holen wir den aus der Bank. Wie ich nach oben komme, weiß ich noch nicht. Ah, ich sehe ihn. Ja. Cool, dass sie einen warnt, ne, wo Leute sind. So, warte. Der ist gerade nicht mehr in der Nähe. Da vorne war er, glaube ich, gerade. Okay. Ich verstecke mich aber da drin. Okay, warte. Sprengfalle. Übrigens ganz schön wenig Sprengfallen, möchte ich mal ganz kurz anmerken. Okay, er ist da. Latscht er jetzt da vor der Bank rum oder kommt er wieder rein dann? Er kommt wieder rein. Ja, komm da wieder rein. Ich könnte eine Flasche werfen, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht, dass sofort alle alert waren. Okay. Wenn der Scharfschütze nicht wäre, könnte man den holen. Scharfschütze. Wenn der Scharfschütze nicht wäre. Wow, zur Rechten. Komm, der ist sogar hier lang geschlendert, oder? Alter, ich dachte, er kommt jetzt hier rein. Oh, ich dachte, wir wären aufgeflogen. Was meinst du mit zur Rechten? Okay, damit musste ich rechnen. Da hinten, ne, der Typ. Ja, habe ich mir gedacht. Ich dachte eigentlich, die sind weit genug entfernt, aber leider nein. Okay, nochmal schnell hier gucken. Oh, nein, der schöne Bildschirm. Der war noch fast nur. Da ist noch Garantie drauf. Okay, meine Frage. Hey, du bist dran? Was? Ich krieg das mit dem Zurücksetzen nicht hin. Du kannst das jetzt machen. Nicht dein Job für dich. Überprüf die verdammten Fallen. Ich mach das, wenn wir hier durch sind. Willst du im Dunkeln an Sprengstoff rumfummeln? Wenn dir das nicht passt, mach du es. Herrgott, nochmal. Dann mach doch.
kommen wir von da rüber in das Gebäude rein. Die haben uns Sprengfallen, wollte ich mal sagen, ne? Okay, drei, es sind aber drei Stück. Der eine eidelt hier durch die Gegend. Eins, zwei, drei, vier. Vier Stück sogar und einer oben. Okay, gut, warte mal. Den Typen aus der Bank haben wir jetzt. Oh. Ja, gut, jetzt ist vorbei mit der Ruhe. Die wissen, dass wir da sind. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dann hängen die nicht alle aufeinander rum. Weißt du, was ich meine? Oh. Dankeschön. Wenn die sich ein bisschen aufteilen, ist doch super. Ist doch nicht super, wenn die uns jetzt erwischen dabei. Jemand. Ich dachte, jetzt wäre es vorbei. War bestimmt eher da vorne. Hey! Gleich hier drin! Sie sind da lang! Verdammt, wo sind sie? Lass sie nicht entwischen! Boah, jetzt dauern nur noch. So. Zwei von denen haben wir. Alter. Macht Laune. Ich mag das Schleichen, Entschuldigung. Ich weiß, wir könnten rumballern und so, aber ich mag das Schleichen eigentlich lieber. Hör auf, mich zu schubsen! Was macht denn der da hinten? Bordsteintanz. Okay, jetzt sind es nur noch drei. Und die schleichen alle, weißt du, die rufen die alle hierher und die schleichen aber alle noch da hinten rum. Ich guck mal, ob ich den locken kann. Jetzt guckt er nach oben sogar. Sieht mich einfach nicht. Ich bin leider beim Ziel mit dem Controller echt mau. Ja, bleib halt genau mit dem Kopf hinter Balken stehen. So. Die wussten ja eh, dass er jemand ist. Deswegen habe ich gedacht, jetzt können wir doch mal ballern. Ich wollte immer schauen, ob die jetzt reagieren und rauskommen. Die Antwort ist nein. Die Antwort ist sowas von nein.
Das war der Scharfschütze, ne? Okay, wir holen ihn raus. Ich hol den Scharfschützen jetzt raus, reicht mir. So. Ich wünschte, ich wäre besser beim Controller zielen, aber es hilft nichts. Warte kurz. Anders. Der lebt noch. Okay, danke. Ich dachte, ich hab ihn auch. War wohl nicht so. Oh, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Schalldämpfer anfällt. Ach, ist egal, komm. Ich will halt hiervon nicht so viele Kugeln verschwenden, ne? Aber was willst du machen? Dina, könntest du mal gerade? Ich glaube, das war's, oder? War's das? War es das? Alles ruhig. Ja. Alles klar? Ja. Unser kleiner Totentanz. Mit dem Jagdgewehr dem Typen durch den Kopf geballert. Und der ist natürlich, ne, am Fenster. Und der natürlich, oh Mensch, kleine Blutwunde, Mensch, klein Kratzer. Ist doch scheiße. Der hätte den immer so erwischt eigentlich. In einer Welt, in der Headshots nichts mehr zählen. Wie traurig das ist. Das macht mich betroffen. Okay, und keiner von denen hat uns erwischt. Wobei wir auch ein bisschen Glück hatten hier und da, aber keiner von denen hat uns erwischt. Das ist die Hauptansage. Okay, was ist denn hier? Corona-Einleitung. So, jetzt mal schön nach oben. Dann besuchen wir unseren Freund mal. So. Ich finde es gut, dass sie immer wissen, wie viele Leute und wie viele Leute da nicht sind. Ich meine, wir haben den ins Gesicht getroffen und der hat dann weitergemacht. Weißt du, was ich meine? Ohne Gesicht offenbar. Deine Mutter war ein Klicker. So, naja, ein paar Trönchen kriegen wir ja zurück, immerhin. Hier noch ein kleines Fläschchen, eine Schere. Der schläft da unten offenbar. Ah. Ich mag es ja trotzdem lieber, die Leute schleichend kaputt zu machen. Aber manchmal ist es vielleicht ganz gut, die auch mal so aus der Reserve zu locken. Lass mich raten, hier oben mal kommen wir über diese Grenze. Okay. Hey, hier lang, glaube ich. Ja, sicherlich. Das ist wow. Also wie du das erkannt hast, ist mir einfach ein Rätsel. Du hast bestimmt ein Diplom. So. Es geht noch weiter nach oben, aber leider hat die Möbelindustrie da, das Umzugsunternehmen hat da einfach Sachen liegen lassen. Sehr ärgerlich. Ach, guck mal hier. Wir haben aber kein Damage genommen. Und wir haben alles voll. Ich hätte auch die drei vielleicht einfach mal den hier werfen sollen. Okay, was komm ich mal nochmal rein hier. Einfach mal was können. Oh, naja. Fläschchen sind offenbar. Fläschchen hier haben wir Seltenheitswert hier. So, nochmal 10 Pillen. Vielen Dank. So.
Herr Bradley. Okay, ach guck mal hier, das ist ja süß mit den Kinderkrakeleien da. Mit den Robotern und alles. Ja, Abby Clark. Hat Abby Clark gemalt. Und da ja, kann ich gar nicht sehen. Und vor allem das Schöne ist, wir können jetzt einfach mal so hier gucken, die Fotos angucken. Oder so die Fotos angucken. Aha. Ah ja, ich frag mich immer, wer die Leute sind. Aha. Ihh, das kommt ja aus dem Gesicht raus. Das geht nicht ins Gesicht rein, das kommt aus dem Gesicht raus. Ich sag doch, deine Mutter ist ein Klicker. Mit seiner Schnellklickerhose. Ich gehe nochmal runter, weil ich würde gerne wissen, ob die Leute natürlich was dabei haben. Ob die haben was fallen lassen und vor allem wir haben hier unten schon richtig abgesucht. Hier hinten waren wir noch nicht im Gemüseladen, da waren wir noch nicht drin. Es gibt bestimmt viele Gemüse, die ich mir nicht entgehen lassen möchte. Hier zum Beispiel ein schönes Gemüse. Das gute Lappengemüse. Staubgemüse, Schokoriegelgemüse. Was haben wir hier für ein Gemüse? Ah, das Pillengemüse, sehr gut. Das lobe ich mir immer noch am meisten. Schmutzis, hier gibt es wieder leckere Schmutzis. Die wollen wir diesmal nicht, da geht es auch nicht raus. Das können wir nicht öffnen. Ist eh nur Müll, glaube ich. Oh, was haben wir denn da? Hallo? Ja, zwei Kugeln, die wir verloren haben. Okay, ganz kurz mal gucken. So, nachgeladen. Und hier. So, nachgeladen. Okay. Ja, eigentlich wie in guten alten Zeiten, ne? 50 Verbrecher und wir räumen einfach alle weg. Zu zweit räumen wir einfach alle weg. Es ist wirklich ein bisschen wie in guten alten Zeiten. Okay, hier geht noch eine Leiter rüber. Wir könnten theoretisch oben rüber gehen. Ich weiß natürlich nicht, wo die hingeht. Wir werden es gleich erfahren. Vielleicht geht die auch nirgendwo hin. Ah, oh, naja, die geht zumindest mal. Bradley und Partners. Bradley und Partners. So, das. Wie habe ich denn das nicht gesehen? So, noch ein paar Pillen. Die andere haben wir gar nicht benutzt, ne? Die ist auch vollgeladen. Okay, die ist vollgeladen. Okay, okay, okay. Ja, die sollten wir mal benutzen. Hier ist einfach nur ein Balkon. Okay. Hier sieht es schon wieder aus wie ein Kriegsgebiet, ehrlich gesagt. Seattle Military Zone, vielleicht deswegen. Okay, wir sind bestimmt bald da. Wenn ich in Spielen sowas sehe, habe ich immer gleich das Gefühl... Oh, hallo! Habe ich natürlich immer gleich das Gefühl... Warte mal, ich packe die auch gleich mal rein. Okay. Wir sind auf der anderen Seite des Kontrollpunkts. Und jetzt? Ja, und jetzt geht's da oben rüber. Gleich. Du musst mir mal gleich noch sagen, dass der rüber geht und ich muss noch L3 drücken, damit ich es auch erfahre. Das ist sehr wichtig. Okay. Ja, hier ist nichts. Na gut. Schade. Dann kommen wir gleich zu einer Radiostation, wie es aussieht. Einmal hier rüber, bitte. Hey, Dina. Ja. Alle, hopp. Na los. Na los. Oh, ganz so schwer. Hast du zugenommen? Oh Gott, oh. Ah, das sind die ganze Knarre natürlich und die Muni. Nimm meine Hand. Nee, ich gehe wieder. Ich möchte wirklich nicht. Danke dir. Hey, dieses runde Gebäude. Fernsehstation. Sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Nicht Radiostation, Entschuldigung, Fernsehstation. Okay, das ist schon mal sehr schön hier. Hier können wir, glaube ich, eh nichts mehr machen. Wir müssen runter, ne? Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na sowas. Klappe. Oh, Scheiße. Was zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was?
Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Dürfen wir uns jetzt ruhig sehen? Holle, wo kommen die auf einmal her? Die sollten uns sehen, ne? Hallo, hier drüben! Die Seattler, da machst du halt nix. Die sind nicht offenbar, das, ja, nicht so schlau, wie man gehofft hatte. Hier drüben! Jetzt aber. Nein, offenbar auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge locken wir uns ein paar nette Seattler Nachbarn an. Das wird schon irgendwie funktionieren. Das wird eine explosive Nachbarschaftsparty, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich hoffe nur, es erwischt uns selber nicht. Das wäre... Ja, das wäre sehr ungünstig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.